begeben wir uns im dritten Teil zur Nikolaivorstadt, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, erst einmal in das Viertel nördlich der Wanfrieder Straße. Hier macht der Südteil der Rosenstraße den Anfang. Als Implantea Rosarium wurde sie 1377 erstmals erwähnt. Als Rosenstraße, Rosengasse oder Rosenwinkel wurden damals die Wege bezeichnet, an denen vorwiegend Freudenmädchen anzutreffen waren. Ob dies aber für die Mühlhäuser Rosenstraße so gilt, ist nicht genau belegt. Die Rosenstraße endet an der Grünstraße, wird aber seit 1906 als Krollstraße bis zur NV-Allee weitergeführt. Sie ist nach Adolf Gottfried Kroll benannt, der Teilhaber des ehemaligen Thüringer Bauwerks war. Dieses war in der Johannesstraße und zu DDR-Zeiten das Werk 1 des VEB Kotana. Er hinterließ der Stadt eine Zuwendung von 71.000 Mark, was heute einem Wert von ca. 367.000 Euro entspricht. Dieses Geld wurde zum Bau des Kaiser-Wilhelm-Jugendhauses eingesetzt. Die erste Straße, die nach dem Bastmarkt in Nord-Süd-Richtung verläuft, ist die Grünstraße. Wie auch bei der Rosenstraße gehört die obere Grünstraße, die auch Ziegelsberg genannt wurde, zu St. Petri. Erstmals 1407 in den Büchern der Stadt erwähnt, ist sie nach den Feldern und Gärten benannt, die es früher in diesem Gebiet an der äußeren Stadtmauer gab. Der kleine Film zeigt die untere Grünstraße und gibt uns Gelegenheit, einmal auf das Areal zwischen Grün, Altenburg, Weinberg und Wanfrieder Straße zu schauen. Heute stehen an der Stelle des ehemaligen Holzbetriebes 4 Einfamilienhäuser. Auch der Blick zur Nikolaischule ist durch einen Neubau versperrt. Die nächste Straße in Nord-Süd-Richtung verbindet die Johannesstraße mit der Wanfriederstraße. Die Altenburgstraße wurde 1900 nicht nach der Stadt, sondern nach dem Mühlhäuser Arzt und Heimatforscher Dr. Christian Gottlieb Altenburg benannt. Ohne sein Wirken für und über die Geschichte seiner Heimatstadt Mühlhausen wären solche Dokumentationen wie diese kaum denkbar. Das erste Haus in der damaligen Straße Nummer 7 war das heutige Weinbergschlösschen. Es wurde nach Entwürfen von Karl-Louis Müller und von dessen Firma 1898-99 errichtet. Die Gaststätte selbst öffnete 1900. Auch viele der ersten Ein- und Zweifamilienhäuser in der Altenburgstraße wurden durch die Firma von Karl-Louis Müller gebaut. Das große Gebäude in der Altenburgstraße 1011 entstand am Anfang des 20. Jahrhunderts und beherbergte bis in die 1930er Jahre das städtische Kulturamt. Danach wurde es für Wohnzwecke umgebaut. In den 1930er Jahren eröffneten Gebauer und Scherf ihre Holzwerkstätten, die später von der Thüringer Stuhlfabrik Körner übernommen wurden. Auf diesem Grundstück wurden 1997 4 Mehrfamilienhäuser gebaut. 1972 entstand am sogenannten Schindergässchen, welches die Abkürzung von der Altenburgstraße zur Grashofstraße ist, die neue Nikolaischule, die im ersten Teil schon erwähnt und vorgestellt wurde. Von der Grünstraße bis zur MV-Allee verläuft in Ost-West-Richtung die Weinbergstraße. Bevor sie ab 1887 nach dem 248 Meter hohen Weinberg genannt wurde, trug sie den Namen Schinderecke. Bis 1566 befand sich der Hof des städtischen Schinders kurz vor dem äußeren Fechter Tor in dieser Gegend. Danach siedelte er an das Wagenstädter Tor in St. Georgi um. Weitere Straßen in diesem Gebiet sind die Georg-Wolf-Straße, benannt nach dem Mundartdichter, die Krassow-Straße, die nach dem ehemaligen Stadtsyndikus und Verfasser der ersten Mühlhäuser Chronik benannt ist, sowie die Jorlandstraße. Diese ist ebenfalls nach einem Chronikverfasser der Stadt benannt. Da wäre noch die Rosenstengelstraße.
Sie ist nicht nach den Rosenstängeln, sondern nach einem Kaufmann namens Hermann Rosenstengel benannt. Benannt nach einem französischen Widerstandskämpfer trug die heutige Marcel-Favalier-Allee, kurz MV-Allee, von 1925 bis 1965 den Namen Birkenweg und von 1889 bis 1925 Schützenbergstraße. Bis in die 1950er Jahre endete hier die städtische Bebauung. Richtung Westen zogen sich meist Gärten. Die Straße selbst verbindet die Johannesstraße mit der Aue. Wenn man sich die ersten Aufnahmen ansieht, so könnte man denken, es handelt sich um eine Straßenbahndokumentation. In Bezug auf die MV-Allee mag das nicht ganz falsch sein. Die Bahn prägte das Gesicht dieser Straße von 1901 bis 1968. Bahn und Straße entwickelten sich quasi gemeinsam. Als 1901 die Oberstadtlinie gebaut wurde, verliefen auch hier die Straßenbahnschienen etwa in der Mitte der Straße. Die damalige Schützenbergstraße war noch nicht gepflastert, sondern nur geschottert. Rillenschienen kamen zum Einsatz. Das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg um das Jahr 1948. Nach 47 Jahren Betriebszeit waren die Gleisanlagen verschlissen. Woher aber in dieser Zeit neue Gleise nehmen? Die Lösung dieses Problems boten die ausgebauten Gleise, die im Krieg zur Gerätebau GmbH im Stadtwald führten und die nur 6 Jahre in Betrieb waren. Dabei trat ein weiteres Problem auf. Diese Gleise waren Feldgleise, die nicht zum Verlegen auf gepflasterten oder geschotterten Wegen geeignet waren. Aber auch hier fand sich eine Lösung. Man verlegte das alte Feldgleis westlich des Birkenweges. Was heute als sinnvolle Maßnahme zur Trennung von Straßenbahn und Autoverkehr anmutet, war seinerzeit nur eine Notlösung. Um eine Stilllegung der Bahn zu vermeiden, stimmte der Stadtrat dieser Lösung zu. 1949 war der Schienenumzug von der Straßenmitte auf die westliche Straßenseite vollbracht. Diese Notlösung blieb aber bis zur Stilllegung der Oberstadtlinie 1968 so erhalten. Zu Beginn der 1950er Jahre entstanden auf der Birkenweg-Ostseite neue Wohnhäuser. In den 1960er Jahren folgte dann die Bebauung auf der Straßenwestseite. Durch den Verlauf der Straßenbahnschienen wurden die Wohnblocks etliche Meter entfernt von der Straße selbst errichtet als ursprünglich geplant. Am Ende der 1960er Jahre und zu Beginn der 1970er Jahre entstanden die Neubaublocks in der Heinrich-Heine-Straße westlich der MV-Allee. Ab der Aue führt uns unsere St. Nikolai-Dokumentation aus dem dicht besiedelten Gebiet in die Vorstadt der Vorstadt. Mit Schwanenteich, Popperode und dem Stadtwald befanden sich dort die beliebtesten Ausflugs- und Naherholungsgebiete der Mühlhäuser. Auch endeten an der Aue die beiden Straßenbahn-Stadtlinien und die beiden Außenlinien begannen. Beginnen möchte ich hier mit einem Bild, das die Stelle zeigt, auf der sich heute das Stadion an der Aue befindet und das bis ins 19. Jahrhundert hinein als auf der Mu bezeichnet wurde. Was das bedeutet, ist nicht bekannt. Deutlich lassen sich auf der Zeichnung die Ober-, Mittel- und Rote Löwenmühle, die Schafswarte auf dem Spielberg sowie das Felchtauer Tor erkennen. Da die Schafswarte um 1830 abgerissen wurde, muss diese Zeichnung vorher entstanden sein. Die gesamte Flussaue des Popperöder Baches wurde aber schon im 14. Jahrhundert als auf der Aue genannt, sodass sich die Bezeichnung auf der Mu wahrscheinlich nur auf die zu sehende Fläche bezieht. Vom 1940 erstmals erwähnten Obermühlenweg führt die Schwanenteichallee, die ab 1875 Promenadenweg, ab 1926 Stresemannallee, ab 1941 Franz-Selte-Weg und erst ab 1945 Schwanenteichallee genannt wird, parallel zur Kasseler Straße zum Schwanenteich. Diese Allee war von Anfang an vorwiegend für Fußgänger vorgesehen. Ab 1898 mussten diese das westliche Alleenstück ab der Heyerröder Landstraße mit der Straßenbahn teilen. Bevor das Stadion an der Aue Anfang der 1970er Jahre gebaut wurde, war es Feuchtwiese, Steinbruch sowie Mülldeponie und war anfangs eigentlich nur der Sportplatz an der Aue. Zum Stadion wurde es erst nach der aufwendigen Sanierung in den 1990er Jahren. Es bietet heute Platz für ca. 8000 Zuschauer. Zur Kasseler Straße.
Ab der Einmündung Birkenweg-Obermühlenweg an der Aue verlief sie ursprünglich bis zur Weißen Ziegelei. Heute endet die 1903 erstmals erwähnte Kasslerstraße am Schneidemühlenweg nördlich des Schwanteichs. Die meisten Aufnahmen der Kasslerstraße sind sehr straßenbahnlastig. Nicht die Straße, sondern die Bahn stand seinerzeit wegen ihrer bevorstehenden Stilllegung im Interesse der Fotografen. Neben dem ehemaligen Straßenbahndepot ist unter anderem auch der Eingang zum damaligen Turbinensportplatz zu sehen. Dort entstand nach der Wende das Sporthotel. In Erinnerung an unsere Hotelstadt Mühlhausen am Untermarkt, welches 1998 abgerissen wurde, trägt es seit dem Besitzerwechsel 2019-2020 wieder den Namen Hotelstadt Mühlhausen. An der Heilröder Landstraße, die 1869 erstmals als bei der Auenbrücke erwähnt wurde, verließ die Straßenbahn die Kasseler Straße und fuhr in einer weiten S-Kurve in die Schwanteichallee. Das Queren der Straße war dabei sehr riskant und gefährlich. Unfälle und Entgleisungen waren oft die Folge. Eine Beschrankung der Straßenbahnquerungen gab es bei der Mühlhäuser Straßenbahn nicht. Ein weiterer Filmausschnitt zeigt uns die damalige F-249, das F stand für Fernverkehrsstraße, von der Kasseler Straße an, vorbei an der Heilröder Landstraße und dem Schwanenteich bis in die Weinbergsiedlung hinein. Dabei sollte man die Weinbergstraße und die Weinbergsiedlung nicht verwechseln. Die Weinbergstraße liegt am östlichen und die Siedlung am westlichen Hügelrand. Ab dem Schneidemühlenweg heißt die Kasseler Straße dann Manfrieder Landstraße. Bevor wir aber zum beliebtesten Naherholungsgebiet der Mühlhäuser, dem Schwanenteich, kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Gebiet nördlich der Bundesstraße. Hier befindet sich die Weinbergsiedlung. Sie ist nach dem ehemaligen Weinanbaugebiet, das sich bis ins 17. Jahrhundert hinein auf dem Hügel befand, benannt und erstreckt sich bis ins Johannistal. Später entstanden dort meist Gärten, die schon bei der westlichen Schützenbergstraße erwähnt wurden. Eine Besiedlung und der Bau von Wohnhäusern setzten erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein und wurden in den 1960er und 1970er Jahren intensiviert. Viele Gartenbesitzer bauten seither ein festes Haus in ihre Gärten, zogen aus dem Stadtgebiet weg und siedelten sich hier an. Das betraf auch das Gebiet südlich der Bundesstraße bis hinab zum Schwanenteich und der Papperöder Quelle.
wenn wir uns mit dem Schwanenteich beschäftigen, sollte dies aber in Zusammenhang mit Poperode, der Poperöder Quelle und dem Oberlauf des Poperöder Baches geschehen. Deshalb beginne ich auch bei dem ehemaligen Ort Poppensroth und dessen Geschichte. Diese Siedlung wurde erstmals 1292 erwähnt und hatte sogar eine kleine Kirche, die St. Mauritius hieß. Diese wurde 1552 abgerissen, die Glocken an den Bliedenhof in der Holzstraße gegeben und der Ort wurde zu einer Wüstung. Nur ein Gut und die Quelle blieben. Am Ostrand des kleinen Ortes Poppensroth entstand im Jahre 1199 durch einen Erdfall eine ergiebige Quelle. Seit 1664 wird alljährlich durch ein Brunnenfest der Quellentstehung feierlich gedankt. Das Brunnenhaus und die Quelleinfassung wurden 1614 auf Veranlassung der Ratsherren und Bürgermeister Gregor Fleischhauer und Konrad Ebenau errichtet. Die künstlerische Gestaltung des Quellhauses ist von Andreas Beck. Zur Poperöder Quelle gehörte von 1749 bis 1963 auch eine Gaststätte. Schon ab 1747 hatte der Senator Schollmeier eine Schankerlaubnis für seinen Garten. Erst 1749 und nach 10 Verhandlungen erhielt er die Baugenehmigung für das Schenkhaus neben der Quelle. Es erhielt die Hausnummer St. Nikolai 193. In Reklameanzeigen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die zwei großen Gasträume, eine Veranda und ein Gesellschaftssaal angepriesen. Erwähnt wird auch ein herrlich schattiger Biergarten mit Parkanlagen und ab 1902 die Poperöder Tennisplätze. An Attraktivität gewann das Gasthaus, als 1898 die Straßenbahn von Mühlhausen eröffnet wurde, deren erster Endhaltepunkt nahe beim Gasthaus lag. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Saal als Lager für von der Sowjetarmee beschlagnahmte Maschinen, Motoren und Inventar genutzt. Als 1946 eine neue Schankerlaubnis erteilt wurde, stellte das Gewerbeamt bereits gravierende Mängel fest und empfahl eine baldige Ausbesserung der Schäden. Diese erfolgte aber nicht und so musste 1962 das beliebte Gasthaus vor allem wegen nicht vorhandener Kanalisation geschlossen werden. 1963 wurde das Haus abgerissen. Für ein paar Aufnahmen bleiben wir noch bei der schönsten Quelle Thürings. Ich glaube, es gibt keinen Ort oder Sehenswürdigkeit in unserer Stadt, die so oft fotografiert, gefilmt, gemalt oder gezeichnet wurde wie das Poperöder Brunnenhaus. Da kann selbst die Mühlhäuser Straßenbahn nicht mithalten. Aber die Poperöder Quelle ist nicht allein für die Befüllung des Poperöder Baches verantwortlich. Neben der Zwillings-, Königs-, Teich- und Wasserwerkquelle liefern vor allem das Grunzloch und die Salzquelle den Hauptwasseranteil. Was ist nun wieder ein Grunzloch? Das ist der Name einer Quelle, die etwa 30 Meter östlich von der Poperöder Quelle entspringt. Der Name bedeutet grundloses Loch, obwohl sie nur 1,60 Meter tief ist. Seit 1893 ist sie unter einem Erdhügel mit Tor verborgen. Den Hauptwasseranteil am Poperöder Bach aber liefert die Salzquelle. Sie befindet sich etwa 500 Meter nordöstlich von Poperode in einem privaten Garten. Zu den Quelldaten. Die Poperöder Quelle ist 4,60 Meter tief und liefert pro Sekunde 40 Liter Wasser. Das Grunzloch mit 1,60 Meter Tiefe liefert etwa 60 Liter am Tag. Das fördert die 2,70 Meter tiefe Salzquelle pro Sekunde. Der Name der Salzquelle entstand durch ihren hohen Natriumgehalt. Sie bezieht ihr Wasser vom Eichsfeld, wohingegen die Poperöder Quelle und das Grunzloch durch Hainichwasser versorgt werden. Begeben wir uns nun auf den Weg zum Schwanenteich. Dabei hat man die Wahl zwischen dem Promenadenweg, an dem einst die Straßenbahn entlang fuhr, und dem Weg am oberen Bachlauf entlang. Dieser Weg führt an vielen Gärten vorbei und endet auf der Terrasse der Schwanenteich-Gaststätte. Als Überleitung zum Schwanenteich sind hier Filmausschnitte aus den Jahren 1978 und 1989 zu sehen, die Teile des Promenadenweges, aber auch den Weg zwischen den Gärten zeigen.
Auch wird die Gaststätte, der Teich, das Bad der sozialistischen Jugend und der Spielplatz in bewegten Bildern zu sehen sein. Womit wir nun auch bei der Geschichte des beliebtesten Naherholungsgebietes der Mühlhäuser wären. Bei der Schwanenteich-Geschichte versuche ich mich kurz zu fassen, auch die Auswahl der Bilder wird sich in Grenzen halten, aber keine Angst, es werden trotzdem noch genug sein. Also, der Schwanenteich, wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich einer von drei Teichen und wurde als unterer Poperöder Teich bezeichnet. Der untere Poperöder Teich, der später Stadtteich genannt wurde, war der größte der drei Teiche und gehörte bis 1390 dem Kloster Zella. Der mittlere Teich entstand zwischen 1551 und 1569. Als Kämmererteich wurde der obere Teich bezeichnet, nachdem er 1705 leer gefischt wurde. 1820 wurden dann sowohl der obere als auch der mittlere Teich trockengelegt und die Fläche als Wiese genutzt. Der Stadtteich wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts als Fischzuchtteich betrieben. An seiner Nordostecke stand bis etwa 1900 das Fischhäuschen. Es wurde im Zuge des Straßenbahnbaus abgerissen. In ihm wurden Fischereigeräte aufbewahrt und es diente als Verkaufsraum für die gefangenen Schwanenteich- bzw. Stadtteichfische. Den Namen Schwanenteich erhielt der untere Poperöder Teich erst am Ende des 19. Jahrhunderts, als Hermann Ackermann anstelle der abgerissenen Schneidemühle 1869 sein neues Restaurant eröffnete und die Population der Schwäne auf dem damals noch Stadtteich genannten Gewässer zunahm. Die 1896 erbaute Gaststätte brannte 1897 ab und wurde als Ausflugslokal mit Konzert- und Tanzsaal 1898 wieder eröffnet. Diese Jahreszahl gilt als Geburtsstunde des Naherholungsgebietes Schwanenteich. Bereits 1886 gab es eine Badeanstalt am Nordufer des Teiches, zu der 1922 eine 100 Meter Schwimmbahn und ein Sprungturm hinzukamen. Während der beiden Weltkriege dienten Restaurant und Saal als Lazarett. 1945-46 war die Gaststätte ein Flüchtlingsheim. Nach der Wiedereröffnung der Gaststätte am Anfang der 1950er Jahre stieg die Popularität des Schwanenteichs wieder. Auch das alte Bad am Ost- und Nordufer war immer gut besucht, aber dem Bootsverleih immer mehr im Weg. Ein neues Freibad musste her. ...1956 begann der Bau des neuen Bades, das 1958 als das damals größte und schönste im Bezirk Erfurt eröffnet wurde. Es entstand auf der Ostseite des Teiches und erhielt den Namen Bad der sozialistischen Jugend.
1965 nahm das Terrassencafé mit 700 Plätzen seinen Betrieb auf und für den Teich, der 1967-68 entschlammt wurde, kamen neue Boote hinzu. Nach dem Wegfall der Straßenbahn 1969 setzten Anfang der 1970er Jahre umfangreiche Sanierungsarbeiten ein, die vor allem den Saal betrafen. Die alten Schienen wurden entfernt und es entstanden rund um den Teich neue Anlagen und neue Spielplätze. Das Freibad fand aber in den Sanierungs- und Erhaltungsplänen der Stadt keine Beachtung. Dies rächte sich mit der Sperrung des Sportbeckens am Ende der 1990er Jahre und mit der Schließung des gesamten Bades am Anfang des neuen Jahrtausends. Im Jahr 2010 wurde noch einmal der gesamte Komplex mit Saal und Anlagen saniert und umgestaltet. Der Teich wurde entschlammt und es entstand ein neuer Parkplatz. Das Bad aber blieb geschlossen. Erst 2020, nachdem die Bürger und Vereine der Stadt jahrelang darum gekämpft hatten, sowie mit Eigeninitiative versucht hatten, das alte Bad zu retten, erhielt Mühlhausen wieder ein Freibädchen. Zur Ruhe kommen Schwanenteich und Bürger der Stadt aber immer noch nicht. Eine Umgestaltung des Schwanenteiches zum Quellenpark ist seit 2021 in Planung. Nun geht es weiter Richtung Westen zum Stadtwald. Das kann man von Poperode aus auf der Waldstraße tun. Von 1913 bis 1950 hieß die Waldstraße Prinzenweg, da sie von der Poperöder Quelle direkt bis zum Prinzenhaus führt. Außerdem war sie von 1899 bis 1969 ein Teil der Straßenbahntrasse zum Prinzenhaus, zum Weißenhaus und nach Pfafferode. Ab der Feldweiche führte seit 1911 die Pfafferode-Linie Richtung Norden und endete an der Heilanstalt, später Landesfachkrankenhaus. Diese Straßenbahnhaltestelle wurde im Volksmund katholischer Bahnhof genannt. Der Spitzname entstand, weil jeden Sonntag am frühen Morgen von dort die strenggläubigen Katholiken aus Pfafferode mit der ersten Bahn in die Stadt zur Messe fuhren. 1965 wurde der Personenverkehr der Straßenbahn von und nach Pfafferode eingestellt. 1968 folgte der Güterverkehr. Eine weitere Möglichkeit, um in den Mühlhäuser Stadtwald zu gelangen, ist der direkte Weg auf der Bundesstraße 249, der Wanfrieder Landstraße, entlang bis zur Weißen Ziegelei. Hier hat man wieder die Wahl zwischen zwei Wegen. Einmal die Bundesstraße weiter gen Westen, vorbei an Pfafferode und an der Holzecke links abbiegen oder an der grünen Pforte links abbiegen und immer geradeaus. Übrigens gab es an der grünen Pforte von 1865 bis 1919 wirklich eine Ziegelei, die nach ihrem Besitzer, dem Maurermeister Weise, mit nur einem S benannt war. Also hat die Weiße Ziegelei nichts mit der Farbe Weiß zu tun, sondern mit dem Namen Weise mit nur einem S. Bevor wir aber zum Wald kommen, möchte ich erst einmal Pfafferode vorstellen. Der Ort Pfafferode erscheint erstmals 1246 als Gut in einer Schenkungsurkunde des Heinrich Scholaris an den Deutschen Orden. Bewirtschaftet wurde es als Erblehngut durch den Mühlhäuser Rat. Später kauften es die Vorsteher von St. Jakobi, schenkten es der Kirche und im Jahre 1599 fiel das Gut, wahrscheinlich im Zuge der Reformation, wieder an die Stadt Mühlhausen zurück. Über drei Jahrhunderte fristete das Gut Pfafferode ein eher unscheinbares Dasein am alten Hessenweg, bis es Anfang des 20. Jahrhunderts als Gelände für eine Provinzialheilanstalt auserkoren wurde. Im März 1910 wurde der Dezernent für Hochbauwesen der Provinzialverwaltung Otto Ruprecht mit der Projektierung beauftragt. Regierungsbaumeister Knabe führte den insgesamt 5 Millionen Reichsmark teuren Bau der Anlage aus. Im Sommer 1912 waren alle Arbeiten, die vorwiegend von Mühlhäuserbetrieben ausgeführt wurden, abgeschlossen. Die ersten Patienten trafen am 2. Dezember desselben Jahres in Pfafferode ein. Damit war die Landesheilanstalt Pfafferode eröffnet. Bis zum Ende der 1920er Jahre hinein lief der Betrieb reibungslos. Die Anstalt hatte einen hervorragenden Ruf auf dem Gebiet der Psychiatrie. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann die schwärzeste Zeit für die recht junge Nervenheilanstalt.
Mit dem Tod des zweiten Direktors Dr. Emil Jauch im Oktober 1930 hielt unter dem neuen Direktor Langer auch die Inhumanität in der Landesheilanstalt Pfafferode Einzug. Die Anfeindungen gegenüber der Kirchengemeinde und den nicht-nationalsozialistischen Angestellten erschienen noch harmlos gegen das, was Patienten von 1933 bis 1945 unter den Direktoren Langer, Gengnagel, Rust, Schröder, Kolb und Steinmeier erdulden mussten. Hier sei nur das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses vom 1. Januar 1934 und die T4-Aktion die planmäßige Vernichtung lebensunwerten Lebens ab 1939 genannt. Soweit zum traurigsten Kapitel der Landesheil- und Pflegeanstalt Pfafferode, die ab dem 1. August 1946 staatliches Landesfachkrankenhaus Pfafferode hieß. Kranke aller Art wurden nach Kriegsende einquartiert und es entstanden Abteilungen für Infektions-, Haut-, Geschlechts- und Kinderkrankheiten sowie für innere Medizin. In der DDR erwarb sich das Bezirksfachkrankenhaus wieder seinen exzellenten Ruf. Nach der deutschen Wiedervereinigung übernahm das Land Thüringen die Trägerschaft der Klinik. Neuland im klinischen Sinne wurde betreten, finanziell musste sich das thüringische Landesfachkrankenhaus neu aufstellen, es galt zu lernen und auch umzudenken. Das ging vor allem in finanzieller Hinsicht nicht ohne Fehler ab. Mit dem Trägerwechsel 2002 änderte sich wieder der Name. Sie heißt nun Ökumenisches Heinrich-Klinikum, kurz ÖHK. Von Pfafferode ist es nicht mehr weit bis in den Bühlhäuser Stadtwald. Er ist Teil des Hainichs und liegt an seiner östlichen Flanke. Beginnen möchte ich bei einer Ausflugsgaststätte, die seit 1838 Gäste empfängt. Nach seinem Erbauer, dem Fuhrmann Christian Wilhelm Peter benannt, trägt das Jagdhotel seither den Namen Peterhof. Auch die Adresse ist noch die gleiche wie 1838, St. Nikolai 203. 1851 kaufte die Stadt den Peterhof für 1500 Taler, was etwa 6924 Euro in heutiger Zeit entspricht. Nachdem der Stadtfürster 1853 den Peterhof bezogen hatte, wurde die Gaststätte noch bis 1859 betrieben und dann für 5 Jahre geschlossen. 1864 wieder eröffnet, wurde 1885 der Hof an die Wasserleitung sowie 1887 an die Kanalisation angeschlossen. Schon um 1900 war der Garten von Peterhof ein beliebtes Ausflugsziel der Mühlhäuser. Dort wurde mitgebrachter Kuchen verzehrt und der mitgebrachte Kaffee frisch überbrüht. Mehrere Pächter wechselten sich in den Folgejahren ab. 1910 bekam Peterhof einen Fernsprechanschluss und am 30. November 1911 hielt hier die letzte Postkutsche von Mühlhausen nach Wanfried. Bis 1983 betrieb über 3 Generationen die Familie Ecker das Ausflugslokal, dann kaufte es die LPG Thomas Münzer und bewirtschaftete es in altgewohnter Weise bis 1991. Nach fast 12-jährigem Umbau und einer umfangreichen Sanierung ist seit 2003 der Peterhof als Jagd- und Ausflugshotel wieder für alle geöffnet. Während der Peterhof noch zum Stadtgebiet von Mühlhausen zählt, gehört der Waldfrieden auf der gegenüberliegenden Straßenseite eigentlich schon zur Gemarkung Eigenrieden. Am 29. März 1900 wurde die Gaststätte als Hotel und Pensionshaus eröffnet. Nachdem der Waldfrieden nach 1945 vielen Flüchtlingen als erste Bleibe diente, wurde ab 1949 die Deutsche Reichsbahn Eigentümer und nutzte das Haus als Erholungsheim. Ab den 1960er Jahren blieb das Haus für den öffentlichen Gaststättenbetrieb geschlossen. Heute ist der Waldfrieden ein Seniorenwohn- und Pflegeheim mit Gaststättenbetrieb. Am 31. März 1900 eröffneten die Brauer Heiser und Schöllwien, die zu jener Zeit die Schlossbrauerei, besser bekannt als Schloss Wippchen, betrieben, das Prinzenhaus. In der Silvesternacht 1913-14 brannte die Gaststätte nieder, konnte aber schon im Oktober 1914 wieder eröffnet werden. 1940 schloss die Gaststätte und wurde Teillazarett. Grabes Waldgaststätte hieß das Prinzenhaus ab 1949, nachdem ab 1946 das Haus grundlegend saniert wurde. 1968 pachtete der Konsum die Gaststätte und benannte sie in Konsum Waldcafé um.
Das Waldgasthaus schloss 1990 für 10 Jahre seine Pforten und verwilderte. 100 Jahre nach seiner Ersteröffnung konnten die Mühlhäuser im Jahre 2000 das beliebte Waldlokal unter seinem alten Namen Prinzenhaus wieder in Besitz nehmen. Nicht weit vom Prinzenhaus entfernt eröffnete Ferdinand Mutreich am 20. Mai 1903 das Kurhaus am Stadtwald, welches als das alte Kurhaus bezeichnet wird. Nachdem es von mehreren Pächtern bewirtschaftet wurde, kaufte es die Baptistengemeinde im Jahre 1924, beendete den öffentlichen Betrieb und benannte es in Bundesheim um. Im Zweiten Weltkrieg als Lazarett genutzt, war das ehemalige Kurhaus von 1949 bis 1992 Wohnheim der medizinischen Fachschule des damaligen Bezirksfachkrankenhauses Pfafferode. Heute befindet sich dort nach Umbau und Sanierung das Kinder- und Jugendhaus am Stadtwald, betrieben vom Priorat für Kultur und Soziales als gemeinnützigem Verein. Auf dem Grundstück St. Nikolai 228 am Prinzenweg wurde am 4. Dezember 1927 das neue Waldhotel Kurhaus eröffnet. 1930 kaufte Hermann Heubach das Anwesen inklusive des Kurhauses. 1940 von der Heeresverwaltung beschlagnahmt, wurde es im Zweiten Weltkrieg ebenfalls als Lazarett genutzt. Nachdem 1946 eine Wiedereröffnung als Hotel scheiterte, beschlagnahmten die sowjetischen Besatzungstruppen das Hotel und übergaben es 1950 an das Land Thüringen. Ab den 1960er Jahren war es dann ein Lehrlingswohnheim der LPG Popperode und des Bezirksfachkrankenhauses Pfafferode. Nach langem Leerstand und aufwendiger Sanierung ist seit 2003 ebenfalls das Priorat für Kultur und Soziales Mieter und betreibt dort ein Projekt für betreutes Wohnen von Jugendlichen. Nur noch wenige Mühlhäuser wissen heute, dass es auch bei uns einen von 174 Bismarcktürmen gab. Am Stadtwald, unweit des Weißen Hauses, baute die Firma Karl-Louis Müller im Jahre 1908 den damals dreistöckigen Aussichtsturm. 1910 entstand ein Wohnhaus als Anbau. Der Turm hatte über die Jahre mehrere Eigentümer, bis er 1946 von der Sowjetarmee als Offiziersunterkunft beschlagnahmt wurde. Später war der Bismarckturm wieder ein Wohnhaus. Etwa 20 Minuten vom Weißen Haus in Richtung Heierode entfernt, wurde im September 1899 das Waldschlösschen als Gast- und Milchwirtschaft mit Logierplätzen für Waldluftbedürftige eröffnet. Bis 1955 wurde es als öffentliche Gaststätte genutzt, stand aber zwischenzeitlich 2 Jahre leer. Ab 1958 war es Ferienlager und ab 1966 Touristenstation. 1990 wurde die Touristenstation in Landschulheim Waldschlösschen umbenannt. Seit 2020 ist das Waldschlösschen geschlossen. Das vom Namen her wohl bekannteste Waldgasthaus der Stadt ist das Weiße Haus, obwohl es von den heute lebenden Mühlhäusern nur die wenigsten noch selbst gesehen haben. Dafür gibt es jede Menge Bilder, Fotografien und Postkarten. Selbst eine Speisekarte ist noch erhalten. Die erste Grafik zeigt uns aber erst einmal den ehemaligen Standort mit der Straßenbahnanbindung. 1717 ließ Bürgermeister Andreas Stephan das große Lusthaus vor dem Holze als Jagd- und Lusthaus erbauen. Das Haus diente den städtischen Jagd- und Forstbeamten zunächst als Unterkunft. Der Name Weißes Haus wurde um 1815 zur Unterscheidung vom Roten Haus gewählt, welches sich früher jenseits des Steinkrams befand, zum Antonius-Hospital gehörte und 1813 abgerissen wurde. Im Jahre 1807 erhielt der Förster Hühne die Erlaubnis, eine Schankwirtschaft zu betreiben. Das Weiße Haus erfreute sich in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmender Beliebtheit. Die traditionsreichen Holzfahrten, Sommerkonzerte und andere Vergnügungen lockten immer mehr Besucher in den Wald. Seit 1821 wurde eine regelmäßige Fahrverbindung zum Weißen Haus eingerichtet, das heißt, es fuhren Pferdedroschken vom Bastmarkt zum Wald. Die Stadtverordnetenversammlung stellte 1899 32.000 Mark für eine Erweiterung zur Verfügung, mit dem unter anderem eine beheizbare Halle gebaut wurde.
Weitere 2300 Mark waren für das elektrische Licht veranschlagt. Ab diesem Jahr fuhr auch die elektrische Straßenbahn bis zum Weißen Haus. Mehrfach um- und ausgebaut, bot das Haus am Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere Gasträume mit 4000 Plätzen, einen Tanzsaal und einen Biergarten mit mehr als 2000 Sitzplätzen. Regelmäßige Tanz- und Konzertveranstaltungen erhöhten die Beliebtheit des Weißen Hauses. Der letzte Konzert- und Tanznachmittag fand am 26. Februar 1939 statt. Das Weiße Haus wurde für immer geschlossen. Auch aus dem geplanten Schulungsheim der Reichsfachschule für Holzhandel wurde durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges nichts und das Haus stand lange leer. 1944 war das Gebäude in einem Zustand, der eine Nutzung nicht mehr zuließ. Es diente noch als Munitionsmagazin, Kartoffellager und Pferdestall. Nach Brandschäden 1945 und 1946 wurde vieles geplündert und Balken als Feuerholz herausgebrochen. 1948 beschloss die Stadtverwaltung den endgültigen Abbruch der Gebäude. Am 1. Mai 1953 eröffnete der HO Waldkiosk Weißes Haus an der Endstation der Straßenbahn. Auch heute noch wird diese, mehr als 70 Jahre nach dem Abriss des Gasthauses und mehr als 50 Jahre nach der Straßenbahn, als Weißes Haus bezeichnet. Am Ende unserer St. Nikolai-Rundreise möchte ich nochmal auf ein unrühmliches Kapitel der Mühlhäuser Geschichte kommen. Martha II oder die Gerätebau GmbH. Die offizielle, inoffizielle Adresse war Diedorfer Steg 1. Als geheimes Rüstungswerk wurde es bereits 1925 geplant. Baubeginn war 1934. Die Uhren- und Zeitzünderfabrik der Gebrüder Thiel aus Rula erwarb das 22,5 Hektar große Gelände im Mühlhäuser Stadtwald für 135.000 Reichsmark. Als vorübergehendes Wohnquartier für die zeitweise 4.500 Arbeiter wurde das als B-Lager bekannte Gelände ab Mai 1938 genutzt und die sogenannte Thielsche Siedlung im Westen der Grünen Pforte errichtet. 1935 begann die Produktion im ersten fertiggestellten Fabrikgebäude im Wald. Die Dächer waren mit Büschen bewachsen und Bäume durften nur mit ausdrücklicher Genehmigung gefällt werden. Die gesamte, streng geheime Anlage war im Frühjahr 1938 betriebsbereit. Bis 1941 war der Rüstungsbetrieb noch kein Konzentrationslager. Erst 1942 kamen die ersten Zwangsarbeiter, meist Frauen aus Polen, Russland, Italien und der Ukraine. Auf die Zuweisung von KZ-Häftlingen griff die Betriebsleitung erst im September 1944 zurück. Sie waren im B-Lager in Baracken untergebracht und wurden von der SS bewacht. Das KZ-Außenlager wurde im März 1945 aufgelöst. Nach Kriegsende wurde das B-Lager zur Unterbringung von Umsiedlern und als Quarantänelager für heimgekehrte Kriegsgefangene genutzt. Erst in den 1950er Jahren übernahm die NVA das Gelände. Die Fabrikanlagen wurden von den sowjetischen Besatzern demontiert und als Reparation in die Sowjetunion verbracht. Das Werk selbst wurde ab September 1945 in mehreren Schritten gesprengt. Über 70 Jahre nach dem Krieg sind heute immer noch Betonteile und Mauerreste der ehemaligen Fabrik im Stadtwald zu finden. Damit ist der Besuch in der Vorstadt St. Nikolai zu Ende. Was soll denn die Bratwurst hier? Zumal die Mühlhäuser Rostwurst sagen, weil sie ja vom Rost kommt. Sie ist bestimmt so eine Art Hoffnungsschimmer für die Mühlhäuser Touristikbranche. Sollte das erste deutsche Bratwurstmuseum eigentlich schon im Oktober 2020 seine Pforten in Mühlhausen öffnen, sieht es im Sommer 2021 immer noch recht traurig am zukünftigen Standort aus. Nun ist aber wirklich Schluss mit St. Nikolai. Ich hoffe, auch der dritte Teil hat Ihnen gefallen. Natürlich wurde nicht jede Straße erwähnt, über jeden Betrieb oder Gaststätte gesprochen, aber das gibt, neben dem Gesehenen sowie Gehörten, bestimmt Stoff für so manche Diskussion. Ihr Thomas Peter.